anbieten dürfen. Es ist die Stute Priska. Sie ist fünfjährig. Aber bleibt da mal ein bisschen da noch, dass die nicht alleine ist. Das ist ganz wichtig. Pferd ist auch ein Herdentier, gerade junge Pferde. Aus der Zeit. Darf ganz herzlich die Reiterin hier bei uns willkommen heißen, die Brigitte? Brigitte Obermann. Ich wäre alt, ich weiß. Brigitte Obermann, geborene Schuldeswald Michelbach in Unterfranken, kommt aus einer großen bekannten Züchterfamilie und hat sich spontan bereit erklärt, Ihnen Priska hier zu zeigen. Aber bitte haben Sie Geduld, wenn sie jetzt erst einmal drauf sitzt. Aber die Brigitte Obermann ist hart im Nehmen. Muss aber nicht sein, weil die Priska eine ganz brave, ausgeglichene Stute ist. Wohlgenährt, würde ich sagen. Kommt aus gutem Züchterstall von der Familie Völk in Jengen im Ostallgäu. Ist Staatsbremen-Anwärterin, also sie ist auf jeden Fall zu den Besseren ihres Jahrganges zu zählen. Die Nichtzüchter können damit nicht viel anfangen, aber ich sage Ihnen, dass sie bei den Top-Stuten aus einem Jahrgang zu den Besseren zählt. Sie ist jetzt fünfjährig geworden, also 2010 geboren, war bei dieser Landesschau, hat die Eigenleistungsprüfung abgelegt mit einer Wertnote von 7,58. Das ist in Bayern schon ganz, ganz gut. In anderen Zuchtgebieten ist man mit den Noten manchmal ein bisschen großzügiger. Aber geizig wie die Bayern sind, sind sie es auch in den Noten. Also eine Stute mit 7,58, da muss sie schon gut sein, sonst würde sie das nicht erreichen. Sie kommt von Sanremo, genauso wie der Salvator, den wir vorher gesehen haben, diesen gekörten Hengst. Sanremo von Sandro, der in Schwalganger einige Jahre gewirkt hat, sehr positiv gewirkt hat. Und was ganz interessant ist, sofern der Züchter dabei ist, man sollte ja wieder vermehrt züchten, weil die Haflinger werden weniger. Mütterlicherseits kommt sie aus einem allerbesten Stutenstamm. Diese mütterliche Seite hat immer wieder die Familie Völk besonders herausgestellt, besonders positiv ins Rampenlicht gebracht. Priska ist auch die Halbschwester zum Hengst Noventis, also sportlich sehr interessant von ihrem genetischen Potenzial. Und sie ist auch eine Halbschwester zur Bundessiegerstute Bella von Nintendo, die hier unter der Programmnummer 220 im Katalog ist. Wenn Sie die mal später sehen, dann werden Sie feststellen, dass hier viel Ähnlichkeit vom Typ, von der Ausstrahlung her zu sehen ist. Das sind Pferde mit sehr viel Adel, mit sehr viel Charme, mit einem guten Charakter, umgänglich, liebenswert und immer anständig, wenn sie entsprechend gefordert werden. So, Brigitte, aus der Zeit, es wird immer besser. Das ist doch auch ein guter Indiz, meine Damen und Herren, wenn eine Stute so kurzfristig wie heute angeliefert wird. Sicherlich war sie in einer soliden Ausbildungsstätte, sonst hätten wir sie ja nicht dazugenommen. Wir haben ja nicht alle Pferde nehmen können, weil sie reiterlich noch nicht so weit waren. Das ist für einen Dreijährigen dann immer ein Problem. Und für die fünfjährige Stute hier haben wir gesagt, okay, die hat eine gute Leistungsprüfung gemacht, die ist sehr schonend und vernünftig angeritten worden. Und wir haben sie heute Vormittag erst zur Aufstallung bekommen und sie ist heute zum ersten Mal jetzt, heute Nachmittag, auf diesem Platz heraus. So. Da hat man schon Freude, wenn man in der frühen Stall geht und die einen anschaut. Ich freue mich einfach, dass die Brigitte Obermann gesagt hat, jawohl, ich kenne zwar das Pferd nicht, aber das mache ich. Sie ist ja von erster Stunde unserer Verkaufsschau dabei in der Kollektion und hat selber auch einen auf einer Verkaufsschau erworben, mit dem sie jetzt nach 2 Jahren viel Freude hat. Am Anfang war er ein bisschen lebhaft, aber jetzt kommt er in echte Leistungsbereitschaft hinein. So, jetzt schauen Sie nochmal auf das Pferd, einmal mit der Steffi, diese